Dieser Augenzeugenbericht enthüllt, wie leicht man durch Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit in außerordentliche Gefahren verwickelt werden kann. Es beginnt damit, dass unser Freund Stan Laurel sich unglücklicherweise von dem berüchtigten Bildreporter Peter Quassel dazu überreden lässt, den weltbekannten Pop- und Plattenstar Molly Plüschauge im Hotel Esplanade zu besuchen. Peter Quassel braucht nämlich einen Knüller. Im Auftrag seines Chefs soll er unbedingt ein Skandalfoto von der Kessen-Jubeldohle herstellen. Ein Foto, nach dem sich die Fans die Finger lecken, damit die Auflage des Käseblattes die Millionengrenze übersteigt. Junger Freund, wir nehmen die Blumen für die Dame gleich mit. Wir müssen sowieso zu ihr. Sei kein Frosch. Durch diese Blumen kommst du in ihre Bude rein. Alles andere läuft dann wie von selbst. Dankeschön, wir erledigen das. Sekunden später haben die beiden das Apartment des neugierigen Popstars erreicht. Du musst die Biene unbedingt in die Arme nehmen und abküssen, damit ich vom Balkon aus die saftigsten Bildchen schießen kann. Hast du mich begriffen? Dieser Plan kommt der berühmten Skandalnudel natürlich sehr zu Passe. Schlagzeilen kann sie immer gebrauchen. Nun zieh dich nicht, mein Junge, und tu mir den Gefallen. Ein Verehrer erwartet nebenan. Und nun wird Stan ein großes menschliches Erlebnis zuteil. Die private Begegnung mit Molly Plüschauge, dem echten Popstar. Das ist... Hilfe, ein Gorilla! Geh weg! Oh, Honey, diese Blumen, komm, setz dich zu mir. Du bist mein Typ. Oh, Backe. Und während Peter Quassel den Balkon besteigt, zieht Molly ihre zärtliche Platte ab. Sofort aufhören. Ich bin überall außerordentlich kitzelig. Ich verbitte mir diese Intimitäten. Ach du. Nein? Nein, Friedabel. Sowas kommt für mich nicht in Frage. Nein, nein und doch mal nein. Also gut, Honey, dann will ich mich inzwischen mal ein bisschen anhübschen. Psst, Stan. Ran an die Dame und knutschen. Du musst deine Arme um sie rumwickeln. Ich mag nicht. Wenn du nicht spurst, gibt's einen auf die Omme. Immer soll ich geschlagen werden, nur weil ich keine... Dabei möchte ich überhaupt nicht. Ne? Nun mach das schon. Jetzt los, Knips, mach. Also wenn du nicht machst, dann mach ich auch nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch machen? So vielleicht? Gut so? So. Na? Oh, ne? Yeah. Jetzt fängt die Sache an, unserem Stan langsam Spaß zu machen. Was ist denn los? Bleib so, ich hole noch einen Film.
Sie Würstling, sofort raus! Nun, da kein Fotograf mehr da ist, kommen der Kessenbiene natürlich die schlimmsten moralischen Bedenken. Und schon beginnt der rasende Gorilla, unseren armen Stan auseinanderzunehmen. Jetzt bleibt nur noch der kurze Abgang über den Balkon. Nach diesem außerordentlich peinlichen Erlebnis beschließt unser Stan, nun recht bald wieder seinen guten alten Freund Oliver Hardy aufzusuchen. Wonach suchst du denn die ganze Zeit? Wo ist mein Hut? Wahrscheinlich da, wo er auch hingehört. Da ist er nicht, sonst hätte ich ihn längst gefunden. Ich suche ihn ja schon überall. Überall? Ja, überall. Du brauchst gar nicht zu spotten. Es ist zum Verzweifeln mit euch Weibern. Alles wird so gründlich aufbewahrt, dass wir Männer es nie finden können. Ich finde schon mal das Telefon nicht mehr in diesem Haus. Aber meinen Hut, den kriege ich. Das schwöre ich bei meinem eigenen Kopf. Juhu! Teddy! Haben Sie zufällig meinen Hut gesehen? Wieso? Stotterten Sie hier nicht herum. Ich will wissen, ob Sie meinen Hut gesehen haben. Natürlich hat sie deinen Hut gesehen. Gehen Sie wieder in die Küche. Das sieht ja ähnlich. Wenn du mir dauernd in den Rücken fällst, kann ich nicht die Würde des Hauses hochhalten. Selbst vor den Dienstboten machst du mich lächerlich. Langsam wird mir das zu bunt. Wenn ich nicht bald den Hut finde, dann ziehe ich aus. Ich setze keinen Fuß mehr über diese Schwelle. Ich will noch einmal drüber hinwegsehen. Aber wehe, wenn ich ihn dann nicht finde. Dann knallt's. Oh, du hast ihn ja gefunden. Ja, aber wie kommt er unter das Bett? Wie, du gehst jetzt weg? Ich habe eine Verabredung mit Stanley. Und was ist mit dem Radio? Was soll damit sein? Seit 3 Monaten geht es nicht mehr. Die Antenne muss gesetzt werden. Aber der gnädige Herr ist ja viel zu vornehm für so etwas. Also gut, ich mache es morgen. Kommt gar nicht in Frage. Jetzt wird es gemacht. Thank you.
Wir waren doch für heute verabredet. Ja, ich weiß. Aber erst muss ich die Antenne setzen. Mein Schnuckelchen hat sich in den Kopf gesetzt, Japan zu hören. Olli, ich würde auch gerne Japan hören. Kann ich dir ein bisschen helfen? Ja, ich habe nichts dagegen. Aber du musst mir auch wirklich helfen. Park deinen Wagen hier. Heb die Leiter auf. Einen Moment. Pass doch auf. Gib mir die Leiter. Mach voran, nimm den Kasten und das Seil. Je schneller wir mit dem Kram fertig werden, umso früher können wir abhauen. Oh. Los! Ein bisschen vorsichtiger. Haben wir auch nichts vergessen? Wir haben alles. Was noch unten liegt, kann ruhig liegen bleiben. Eine Stange kommt ans Ende.
hast doch gesagt, du gehst nicht mehr runter. Hm? Komm. Hier, wickle den Draht da um die Stange. Die? Vorwärts! Zu spielen, tut endlich was. Geh du lieber ins Haus und warte so lange, bis ich dir den Draht hineinreiche. Na, geh schon. Das gehört zum Verbindungsmast A. Jetzt hab ich's satt. Wenn du mir alles kaputt machst, pfeife ich auf die Antenne. Ich lass mich doch nicht zum Narren halten. Die Antenne wird gesetzt, verlass dich drauf. Und wenn ich noch 100 Mal vom Dach falle. Komm, Stanley.
Verzeihung. Hör zu. Wenn du dich nicht endlich in Acht nimmst, reiß ich dir den Kopf runter. Völlig erledigt, Olli. Es war ja furchtbar. Das ist doch kein Grund zu weinen. Es fehlt mir ja nichts. Ich weine ja auch gar nicht deinetwegen. Der Gerichtsvollzieher war da und hat das Radio geholt. Endlich mit eurem Rennwagen da weg. Hat gut reden.